Hi Leute und willkommen zu Pokémon Kalk. Wir waren letztes Mal stehen geblieben, eigentlich hier, aber dann hatte ich noch vorher Karga platt gemacht, weil ich den Server haben wollte, wegen dem Zahltag. Und wir schon mal da begonnen haben, die Reihe zu unterbrechen, beziehungsweise das zu machen, was wir wollen. Kann ich ja gleich hier mit den Kraftwerken weitermachen. Normalerweise war hier abgesperrt. Man musste eigentlich mit Server hier lang. Ist auch bei der Version anders. Das machen wir den erstmal platt. Und ich habe meine ganzen Pokémon bis zu Level 50 trainiert. So, Rio. Ein Triplett müsste bei dem ausreichen. Oh, doch nicht. Hornattacke. Mal sehen, wie viel das zieht. Naja, nicht so besonders. Dann habe ich eine Psychokinese da oben drauf. Ja, die hat gereicht. Also man merkt wirklich den Unterschied zwischen Vorspulen und nicht. Also diese Saison kommt kaum aus dem Arsch. Nochmal Psychokinese. Und hinüber. Nein, was lässt er fallen? 1500. Das werden wir ein Kraftwerk geben und uns Zapdos besorgen. Das ist den Pokéball, was ist da drin? Carbon! Oh, Init. Das ist ein Init auf Mozza. So, was ist hier drin? Ah, da ist ein Elektroball. Wenn sie das belassen haben, Voltoball. Ja, dich habe ich schon. Ui, auf Level 40. Das macht denn jetzt recht Spaß, den aus umzunieten. Lichtschild. Buh. Ja, das Vieh war ja relativ einfach. 52. Mio habe ich jetzt erstmal auch vor. Also ich habe es so vor, dass ich sämtliche Pokémon, die bei mir im Team sind, auf Level 100 hochziehe. Noch vor der letzten Arena will ich das machen. Wenn ich mich täusche, habe ich dich noch nicht. Du bist jetzt erstmal gefangen. Hier müssen auch noch die Weiterentwicklung von der Fee rumspuken. TM33, was können die? Da gucke ich später mal nach. Schon wieder ein Voltoball, sind das nicht eigentlich Elektroballs immer gewesen? Also mir war das so, dass das Elektroballs waren. Ui, der hat gesessen. TM33, was war denn das? Ein Pikachu. Ah, dich habe ich schon. Doch ist wie gesagt auch jetzt ein Zeltag vor die Ommel gezogen. Also gezwiebelt. Immer mal so. Flugzeugmodus mache ich jetzt leider aus.
Lesezeichen. Was hat denn das M hier so? Verdammt teuer diesem Bock. Wer weiß, was das schon wieder zu heißen hat. Diesmal andere Seite. TM3. Noch was habe ich gesagt, ja. Na. Jetzt. Eishieb. Eishieb in der. Ein bisschen merkwürdig. Ja, 33. Eishieb. Auch etwas merkwürdig. Eishieb in einer in ein Elektrogebiet. Da wäre Donnerhieb einfach, glaube ich, besser geeignet. Naja. Nochmal zweiter. Da ist auch noch ein bisschen Mäuse, also Kohle rankriege. Heute bei oder Elektroball? Einer von beiden müssen sein. Schon wieder ein Heute bei. Lichtschild. Bringt dir aber gegen Seitag nichts. Ist eine Berührungsattacke. Und dann Spezial. Nochmal. Wieso geben die Viecher Erfahrung? Hätte ich das gewusst, wäre ich gleich mal ins Kraftwerk gegangen und hätte mir die ganze Leier da oben gespart, mir so ein schwaches Wort dabei zu fangen. Na, was kommt jetzt? Zeig dich. Oh, ernsthaft. Kann auch mal was anderes kommen als diese Drecksviecher hier. TM25. Nee, ach so, jetzt verstehe ich. Ich habe auf der verkehrten Seite geguckt. Bei der Golden, Silber und Crystal habe ich da geguckt. Die 33 ist Reflektor. Und was hatte ich vorhin jetzt? Ja, was in der 25er war das? Ja. TM25. Ein Donner, lecker. Also so haben wir es ja gerne. Die hebe ich mich aber auf. Die kriegt dann das Sub, das was ich hier noch fange. Die Katze, dich habe ich doch schon. Kann mal was kommen, was ich noch nicht habe. Also überall kommen sonst solche Pokémon, die es sonst nicht gibt. Aber hier kann man es vergessen. Hier kommen ja Pokémons, mit denen man überhaupt nicht, also die auf die normale Edition wirklich gibt. Das sind hier Pokémon, sonst überall kommen Pokémons, die man sonst da nicht fängt. Zum Beispiel die ganzen Safari-Pokémons. Blitzer, dich habe ich doch schon.
Ich mach mal den Ton aus und mach den auf Vorspulen. Also sonst renne ich noch bis morgen früh hier rum. Was hatte ich hier eingesammelt? AP ab, also AP plus. Ein Aufmotzer. Tschüss Magnetilo. Ein Sonderbonbon. Hebe ich mir hoch. Noch ein Pikachu. Wo mein Pikachu? Wo ist das Pikachu? Da ist das Pikachu. Wo ist das Blitzer? Da ist das Blitzer. Blitzer, du fängst an, es richtig abzunerven, weißt du das? Endlich! Wollte ich gerade sagen, hier muss irgendwo ein Elektroball rumschwirren. Jetzt kommen die ganzen Pokémon, die noch fehlen. Anscheinend habe ich das viel schon, aber scheiß drauf. Ah ja! Das haben mir die Fangen da vorne, wo ich trainiert habe, wo ich Dragoran mir mit geangelt habe. Jo, hier ist Zapdos. Jetzt hat er mir das Zapdos hole. Ah, scheiße. 53. Ah ja, und hier vorher speichern. Wegen nachher von der Kraft. Ein Zapdos. Und ah, ich gehe noch mal raus, weil habe ich ja vergessen. Naja, was man in den Kopf hat, hat man in den Beinen, sage ich mal. Ich bin ja voll. Nein, Aladdin, Voltoball. Und gleich willkommen in Zapdos. Sehe so aus, als will ich dich haben. Ich glaube nicht. Nervige Ratte. Du bist genauso nervig. Schraubenansammlung. Ich will die Pokébälle. Ich will Pokébälle, kein Wort dabei. Ernsthaft. Naja, kann mir auch egal sein. Aber wie Finale sage ich dir, oder Explosion oder so ein Kack. Ja, so wir was haben. Oh, dämliche Ratte. Tschüss, warte bald. Wenigstens gibt Blitzer ein bisschen Erfahrung. Also wenn die keine Erfahrung geben würden, dann wäre es, also nicht wirklich Erfahrung geben würden, dann wäre es mehr als nur nervig. Die drei Zieler, die geben wenigstens Erfahrung. Von daher kann ich es noch durchlassen. Also auf dem Originalmodul, sage ich euch gleich, ist das so derbe nervig, das geht gar nicht. Ernsthaft. Elikid, ich glaube, dich habe ich schon. Ja, dich habe ich. Als kann ich dich platt machen. Und tschüss.
So, speichern davor. Also wenn ihr Select Start und A und B gleichzeitig drückt, dann kommt er im Startmenü. Aber erstmal das Vieh. So, Meisterball. Ja, neuer Eintrag. Wissen wir, dann gucken wir, was der Zapdos hier drauf hat. Ja. Ah, ich versuch's nochmal. Er hat zwar gut Spezialangriff. Trippel und Thunderschock. Ich glaube Donnerschock und irgendwie Dings. Aber ich lade trotzdem nochmal. Vielleicht finde ich noch was Besseres. Was noch auch gute Verteidigung und sowas hat. Also macht ihr so lange, bis ihr mit den Werten, die ihr hier sieht, denn zufrieden seid. Also mit dem bin ich jetzt überhaupt nicht zufrieden. Da war ja das erste Mal bei weitem besser. Also macht ihr so lange, bis ihr wirklich mit den Werten zufrieden seid. Nee, kein Fight. Zwar ist es speziell etwas runtergegangen, aber ich glaube Speed oder die Attacke ist etwas höher gewesen. Ich mach's noch einmal. Der Angriff ist höher, dafür ist aber Spezial enorm hochgegangen. Verteidigung ist etwas runtergegangen. Um 8 von den vollen. Naja, er sitzt wieso nur Dings ein. Elementarangriffe hat er eh nur. Also ich versuch's nochmal. Zapdos ist auch ein Pokémon, wo Spezial sehr gut ist. Später in den späteren Editionen gibt es auch diese Wesen, was ihr auch beim Let's Play von Chris gesehen habt. Da solltet ihr Zapdos wirklich ein Spezialwesen verpassen. Ja, das ist etwas besser. Naja, aber auch nicht so weit besser. Ich glaube, das erste war wirklich am allerbesten. Nope. Weil Zapdos hat er schon, ist schon ein richtiger Name. Das ist ja schlechter. Also dann kann ich euch zeigen. Select Start und dann A und B gleichzeitig drücken. Dann kommt er in diesem Menü dann rein und könnt dann so weitermachen. Wenn ihr es auf der Originalen sagt, wenn ihr es auf dem Emulator sagt wie ich, könnt ihr auf Save und LAN machen. Das geht aber auch nicht jetzt so zügig, wie ich es jetzt hier zeige. Also ich hätte wirklich den ersten oder den dritten behalten sollen. Der war am besten von den Werten. Naja. Nee. Damit bin ich noch nicht zufrieden. Nein, 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 nein. Wenn, dann will ich schon ein gutes Pokémon haben. Ja, das begleite ich jetzt. Das hat zwar weniger Spezial, aber es hat auf allen Werten über 100. Was auch für ein legendäres auf diesem Level auch gehört, einfach. Jetzt will ich nochmal gucken, ob man Zapdos bei dieser Edition frei wild fangen kann. Cool wäre das.
Ja, warum wundert's mich nicht? Kann man nicht frei wild fangen, aber naja. Weil wenn man ein Pokémon vom kleineren Level aus trainiert, dann wird es einfach nur stärker als zuvor. Ja. Der Reflektor wollen wir nicht. Und dann ist es jetzt diesmal wieder für das Let's Play Schluss. Und wir sehen uns dann das nächste Mal reinhauen und schönartig bleiben. Und macht's gut.